Anorganische Quecksilberverbindungen wurden breit eingesetzt. Früher hatten wir auch noch das Mercurochrom, dieses rote Zeug, echt farbecht, wahnsinnig gut in der Abtötung von irgendwelchen Infektionen. Also wenn man da ein, zwei Tropfen drauf hatte, dann ging wirklich jede Infektion zurück. Aber man hat damit eben auch antiseptisch mit Zahnpulver, mit Bleichcremes wirklich auch Quecksilber ausgebracht. Und das sowohl verdampfen lassen über die Wärme als auch aufgenommen durch die Haut. Und es führte eben auch zu deutlichen Anstiegen im Urin. Und da sind natürlich Babys deutlich schlechter für gerüstet. Und auch hier hat man wieder die Toxikokinetik. Man sieht, dass das Zweiwertige beim Menschen am stärksten in der Niere und dann auch in der Leber akkumuliert. Und das ist genau das, was ich zum Beispiel auch in den Metallausleitungen sehe. Wenn jemand eine Serie durchlaufen hat und wir durch die Kontrollmessung feststellen, oh, bei Ihnen ist ja eigentlich nichts mehr drin, wir können jetzt mal langsam aufhören, und wir kontrollieren dann nach 4 Wochen nochmal, so nach dem Motto, wenn ich die Bude geputzt habe, muss ich auch irgendwann mal wieder putzen. Und dann sehen wir, dass wir nach 4 Wochen wieder sehr hohe Werte im Urin auch finden. Und wenn wir dann eine Woche später wieder chelieren, dann sehen wir, oh, ist ja wieder alles gut. Und das spricht genau für das, was wir hier auch lesen, dass nämlich die Leber und die Niere als ein sogenannter Vorfluter wirken und darüber, erst wenn die voll sind, in die anderen Zellen überschwappen. Und so ein bisschen vielleicht auch erklärt, warum es zu verzögerten Wirkungen kommen kann. Und das ist auch das Argument dafür, dass ich den Patienten dann auch ans Herz lege, ein einmal wirklich mit viel Aufwand aufgereinigten Körper nicht wieder zumüllen zu lassen, sondern in regelmäßigen Abständen von 4 bis 5 Wochen einfach auch eine Folgechelierung durchführen zu lassen. Wir sehen hier in den beiden Arbeiten, die hier aufgeführt wurden, dass 1 bis 16% der anfänglichen Dosis, die aufgenommen wurde, mit einer Halbwertszeit von 41 Tagen im Körper war. Innerhalb der ersten 58 Tage wurde dann aber keine signifikante Ablagerung im Kopfbereich beobachtet. Also auch das stützt ja meine Aussage in Bezug zu der notwendigen Auffrischungschelierung, um sich nicht wieder zuzumüllen. Und Tierversuche ergaben, dass auf die Haut aufgetragenes Quecksilber innerhalb von 5 Stunden zu 8% aufgenommen werden kann. Und mit Ratten hat man Versuche gemacht und gesehen, dass sich das Quecksilber im Nervensystem ungleichmäßig verteilt und die Neuronen mit mehr Quecksilber als die Gliazellen besetzt werden. Und die Gliazellen sind ja das Problem beim Glioblastom, also ist beim Glioblastom wahrscheinlich Quecksilber nicht im Vordergrund stehend, aber die Neuronen, also die echten Nervenzellen, da wo auch unsere Zellkerne drin sind, Gliazellen sind ja mehr so Immunzellen im Körper, die sind davon belastet und die führen zu der Problematik der amyotrophen Lateralsklerose und die führen letztendlich auch zur Demenz. Und weniger in den sensorischen Neuronen. Wer also jetzt zum Beispiel, also Motoneuronen enthalten mehr Quecksilber als die sensorischen Neuronen und auch im Kleinhirn, also das Cerebellum, Menschen, die also wirklich auch Schwindel- oder Gleichgewichtsstörungen haben, sind nicht nur über die motorischen Neuronen, sondern eben auch über das Kleinhirn, was hier hinten unten sitzt, eingeschränkt in ihrem Gleichgewichtssinn. Und vielleicht machen Sie einfach mal den Seiltänzerschritt vorwärts, rückwärts mit offenen Augen und dann nochmal mit geschlossenen Augen. Oder halten einfach auch mal die Hände so vor sich und treten auf der Stelle mit geschlossenen Augen. Und natürlich muss es dunkel sein, weil sonst können Sie sich ja auch noch durch das durchschimmernde Licht orientieren. Aber dann werden Sie sehen, ob Sie Seitabweichungen oder solche Dinge haben. Und dann haben Sie schon mal einen eigenen Haustest gemacht, wo Sie mit Ihrem Gleichgewicht eigentlich stehen. Und wenn Sie dann noch mal gucken, das ist natürlich auch eine Übungsfrage, aber auch Jugendliche, Kinder angucken, wie ist deren psychomotorische Fähigkeit bestellt, dann hängt das nicht nur am Quecksilber, das hat natürlich auch was mit essentiellen Fettsäuren und mit Vitaminen zu tun, die in irgendeiner Form verarmt sein können, aber möglicherweise eben auch mit einer vermehrten Einlagerung von Quecksilber. So, die nächsten Organe sind Darm und Nieren.
Also stellt sich natürlich auch wieder die Frage, wenn ich vorübergehend eingeschränkte Nierenfunktion habe, also die glomeruläre Filtrationsrate, oder immer wieder Probleme mit meinem Darm habe, also auch mit der Darmmotorik, dann müssen es nicht nur die kurzkettigen Fettsäuren sein, die da in irgendeiner Form Einfluss haben und mein Mikrobiom, was natürlich auch daran beteiligt ist, sondern es kann auch dazu führen, dass dieses Quecksilber einfach die Innervation des Darms auch beeinträchtigt und auch dessen Regeneration. Und deswegen untersuchen wir natürlich auch den Stuhl, weil wir natürlich auch im Stuhl sehen, was der Körper über die Darmschleimhaut entgiftet, und wir erkennen, was über den enterohepatischen Kreislauf, also das, was wir schon freigesetzt haben, was in die Leber kommt, was für die Ausscheidung bestimmt ist, was über die Gallengänge in den Dünndarm kommt, dann hoffentlich nicht wieder rückresorbiert wird, weswegen es sinnvoll ist, eben auch orale Chelatoren dazuzugeben, die diesen enterohepatischen Kreislauf unterbrechen und trotzdem zu einem kleinen Teil auch resorbiert werden und quasi wie die Lumpensammler durch die Blutbahn laufen nach einer intravenösen Chelierung, um die letzten umherirrenden Metalle, die jetzt schon wieder nach einem neuen Stuhl auf der Reise nach Jerusalem suchen, wegzufangen und auszuleiten. Das heißt, wir haben nach längerer Exposition auch eine Gefahr der Glomerulonephritis. Und das können natürlich auch autoimmune Glomerulonephritiden sein. Und insofern macht es auch Sinn, diese Gruppe von Patienten dahingehend mal zu checken. Und hier steht es: Autoimmunerkrankung. Autoimmunerkrankung durch Quecksilber. Und wie viele Menschen haben Autoimmunglomerulonephritiden oder eben auch Rheuma ist eine, Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung, MS gehört zur Autoimmunerkrankung, Schuppenflechte gehört dazu. Und wenn Sie mal bei Wikipedia Autoimmunerkrankung eingeben, dann finden Sie eine Auflistung von, ich glaube, 60, 70 Autoimmunerkrankungen, die es da gibt, und haben damit schon mal den nächsten Schritt zur Eigenverantwortung gefunden, um mal zu gucken, ob sie denn dadurch betroffen sein können oder nicht. Die selektive Neurotoxizität im Allgemeinen, 3 Studien, sowie die Neurotoxizität durch Methylquecksilber aus Fisch hauptsächlich im Besonderen, ist hier durch einige aneinandergereihte Studien hinterlegt, und wer es dann nicht glaubt, kann dort ja mal nachlesen. So, und es bindet also auch an den Transporter für große neutrale Aminosäuren. Das heißt, wir haben hier auch wieder eine